Ja, hola und viele Grüße hier aus Barcelona. Lasst euch davon aber nicht täuschen, denn gestern war ich noch auf Mallorca, bin ich den Gran Fondo, die Mallorca 312 mitgefahren. Ja, es ist zwar eine Strecke, die heißt Mallorca 312, es gibt aber auch eine Strecke mit 225 und eine Strecke mit 167 Kilometer. Ein kleines Video habe ich gemacht, ich war nur auf der kleinen Strecke unterwegs, weil es war auch eine sehr spontane Aktion. Mein Freund Jannis hatte mich überredet, sagte, Alberto Contador fährt, Jan Ullrich fährt, du musst auch unbedingt mitfahren. Na gut, ich hatte zwar kein Rad damit, ich war auf Mallorca zum Wandern, aber er hat alles organisiert. Ich habe ein Rad eine halbe Stunde vom Start bekommen. Und davon ist jetzt der Film, der jetzt kommt, um euch einfach ein paar Eindrücke von diesem Rennen zu geben. Wie war es unterwegs auf der Strecke? Es waren für mich jetzt 167 Kilometer, 2400 Höhenmeter. Die lange Strecke, 312 Kilometer, hat sogar 5000 Höhenmeter. Das wäre schön gewesen, das ging aber mal definitiv nicht für mich. Also, eigentlich nur ein paar Impressionen und euch viel Spaß dabei. Uhr 29 am Start von Mallorca 312. Ob wir heute 312 fahren, ist noch eine andere Sache. Der Witz an der Sache ist, ich sehe jetzt zum ersten Mal mein Fahrrad, was mein Freund Jannis mitgebracht hat. Hier ist das Fahrrad. Das werde ich jetzt erstmal einstellen. Richtige Pedale sind dran, das ist wichtig. Ich habe nämlich Mountainbike-Schuhe. Und na gut, stellen wir mal die Sattelhöhe ein und bereiten uns mal vor auf den Start. Noch 10 Minuten und dann geht's los. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ja, Chacalobra, das kennen viele. Mallorca, Radtouristen, oder die hier im Trainingslager sind. Soler und Chacalobra, da befinde ich mich jetzt. Kilometer, weiter geht's. Kilometer Pause.
packen. Kilometer 132. Janis und ich, wir haben uns für die kurze Runde entschieden. So ganz spontan. Muss auch reichen. Aber hier schöne Verpflegungsstelle. Und das Lebenselixier. Mein Lebensretter Neil, hey. Der macht schon 20 Kilometer Pacemaker für mich. Hey, cheers. Das ist das Coole am Sport. Da kommt Stimmung auf. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera sehen. Total geil. Okay. Bottom, 167 Kilometer. Das Ziel. Und das ist das Ende. Viele Grüße. Ich bin gut drauf. Mein Freund Janis ist jetzt auch da. Ja. Er musste unbedingt einmal auf die 312er Strecke abbiegen. Aber ja, ganz kurz. Hat eine extra Runde gedreht. So, jetzt ist aber wirklich Schluss hier. Tschüss. 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 Gut. Dann hoffe ich, dass ihr viel Spaß hattet bei meinem kleinen Reisebericht hier, nur so ein paar Eindrücke von dem Grand Fondo auf Mallorca. Ich werde im einen unserer Podcasts mal ein bisschen darüber berichten, was hat das gekostet, was empfehle ich euch, wo ihr darauf achten müsstet, vielleicht nicht das Fahrrad so auf den letzten Drücker zu mieten und ob es überhaupt eine gute Idee ist, ein Fahrrad zu mieten oder von Deutschland mitzunehmen. Da werde ich im Podcast ein bisschen drüber erzählen. Ich freue mich, dass ihr den Kanal eingeschaltet habt. Wenn ihr noch nicht habt, vielleicht einen Daumen hoch und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.